Mein Name ist Christian Lavey und es wird wieder Zeit für ein kleines Deck-Review. Und diesmal habe ich dann das Bicycle Zombie Playing Cards Kartenspiel ausgewählt. Warum? Ganz einfach, letzte Woche hatten wir ein Deck-Review zu den Karten von The Walking Dead gemacht. Wenn ihr das verpasst habt, setzt oben einen Link einfach hin, könnt ihr euch das Deck-Review auch nochmal anschauen. Und so bleiben wir einfach beim gleichen Thema für das nächste Deck-Review. Am allerbesten werdet ihr die Karten aber sehen, wenn ihr hier hinten an meinen Tisch kommt. Und das dürft ihr auch gerne machen. Ich lade euch ein, hier an meinen Tisch. Und gleichzeitig, falls ihr es noch nicht gemacht habt, denkt daran, den Kanal zu abonnieren, indem ihr unten auf Abonnieren klickt und vielleicht auch auf die Glocke. Ich würde sagen, wir legen auch sofort los. Einfach hier an meinen Tisch. Und wir gucken uns das Kartenspiel an. Okay, legen wir los. Hier haben wir dann die Vorderseite vom Kartenspiel. Die ist auch schon ganz lustig gestaltet. Wir haben dann den Schriftzug Zombie Playing Cards, hier den Bicycle-Schriftzug. Darunter ganz klein, zombiefrei seit 1885. Das heißt, seit 1885 sind keine Zombies mehr bei Bicycle. Hier haben wir die Rückseite und da haben wir groß stehen Tipp Nummer 47. Zombies, ihr seid, was ihr esst. Und darum geht es auch bei diesem Kartenspiel. Das Kartenspiel beinhaltet auf jeder Spielkarte einen kleinen Hinweis, wie ihr eine Zombie-Apokalypse überleben könnt. Also sehr witziges Thema, sehr witzig gemacht. Dann haben wir noch, dass das Kartenspiel aus den USA kommt. Und willst du überleben? Ja! Wir wollen überleben und dafür gucken wir uns dann jetzt auch mal zusammen die Hinweise an. Gut, hier haben wir die Rückseite. Sehr schönes Design, sehr schönes Rückkartendesign. Und die Qualität der Karte ist sehr, sehr gut. Die Karten fühlen sich sehr hochwertig an. Auch so Fashion ist gar kein Problem, gar kein Thema hier. Nicht so, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Karten von letzter Woche, das Walking Dead Deck. Da die Karten sind echt miese Qualität, aber hier haben wir sehr gute Kartenqualität. Okay, wir haben hier noch die Werbekarten. Mit. So, hier haben wir dann unseren Joker mit dem Garantiehinweis, wenn ein Druckfehler im Kartenspiel sein sollte. Und hier haben wir dann unsere einzelnen Karten. Jedes Ass ist individuell gestaltet. Wir haben hier zum Beispiel den Pik-Ass. Als Beispiel nehme ich hier den Herz-Ass. Das ist ein ganz anderes Design. Oder das Ass jetzt eben. Also jedes Ass hat sein eigenes Design. Und wie gesagt, auf jeder Karte hat einen kleinen lustigen Spruch, wie ihr die Zombie-Apokalypse überlebt. Ich werde jetzt nicht jeden Spruch vorlesen und übersetzen, sonst wird das Video hier vermutlich 3 Stunden dauern. Aber wenn es euch interessiert, dann könnt ihr ja immer pausen und dann so lesen. Ich werde jetzt nur mal ein paar erwähnen, die ich besonders lustig finde oder die mir so ins Auge stechen. Okay, Pick Us. Niemand ist sicher, alle sehen lecker aus. Und eben auf einem Boot ist man sicherer, weil Zombies die hohe See fürchten. Also die Zombies auf jeden Fall meiden. Und Ladies, keine Stöckelschuhe. Und hier haben wir dann auch schon die Bildkarten. Hier haben wir den Pik-Bube. Und der Pik-Bube erklärt uns, dass es wichtig ist, in Form zu sein. Klar, seid ihr in Form, könnt ihr besser weglaufen, als wenn ihr jetzt dann wieder fett seid. Dame, Königin und der König. Der König sagt uns ganz klar, niemals ein Haustier mitbringen. Haustiere sind die schlimmsten Zombies. Das werden die schlimmsten, fürchterlichsten Zombies. So, Herz Ass. Und es gibt keine Überlebens-App. Damit das auch jetzt klar ist, dann wisst ihr da Bescheid. Und denkt immer daran, genug Treibstoff zu haben. Das ist ja immer so ein Problem.
in den Zombie-Filmen. Das Auto fällt entweder in Pfanne oder der Treibstoff geht aus. Habt ihr in jedem Zombie-Film. Und was auch noch immer ganz lustig ist, jeder versteckt die Autoschlüssel hinter der Sonnenblende. Also ich kenne jetzt niemanden, der die Autoschlüssel hinter die Sonnenblende macht. Aber irgendwie in Hollywood macht das jeder. Da gibt es doch keinen Film, wo der Hauptdarsteller nicht den Autoschlüssel hinter der Sonnenblende findet. Oder er greift mal kurz hinter das Untersteuerrad, hält ein Kabel gegen ein anderes Kabel und das Auto startet. So. Zombie sind wie Stalker, die beachten alles, was du machst. Du musst kein Held sein. Lass dir einen anderen gegessen werden. Und hier haben wir dann den Herzbube. Der sagt uns auch ganz klar, dass die Zombies langsam sind. Und die mögen tot sein, aber friedlich sind sie doch nicht. Und zeigt keine Gnade. Das sagt uns der Herzkönig. Keine Gnade, weil sie sind nicht mehr die Familie. Kreuzass haben wir. Zombie-Kinder sind der schlimmste Albtraum von jedem Eltern. Und wir haben hier, ja, noch ein Hinweis mit dem Auto. Also wenn wir so ein zuverlässiges Auto haben, auf jeden Fall. Auch das kennt ihr aus den Filmen. Ist das gleiche wie mit den 10. Und hier wird man auch ganz klar darauf hingewiesen, dass es keine vegetarischen Zombies gibt. Und Fast-Food-Zombies essen auch beim Rennen. Hier haben wir dann den Hinweis, der auch auf der Kartenschachtel ist, dass die Zombies das sind, was zu essen. So, Kreuzbube. Der Kreuzbube erklärt uns ganz klar, klipp und klar, Feuer ist unser bester Freund und der schlimmste Feind von den Zombies. Und hier dann auch noch den Kreuzkönig. Hier ist die nur dein Gehirn wollen. Die möchten nicht umarmt werden, okay? Da wisst ihr Bescheid, Zombies wollen keine Umarmung. Und Karo 2, Karo 3. Und man kann den Zombie-Gehschritt auch einstudieren, sollte man machen, erhöht doch die Überlebenschancen. Und am besten ist man auch auf einem Dach. Zombies können nicht klettern. Der Karo Bube sagt uns, dass Zombies die Farbe Orange nicht mögen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Wenn ihr Bescheid wisst, ob das stimmt und warum vor allem, schreibt es doch mal in die Kommentare. Und der Vorteil von den Zombies, die sind 100% resigniert. Und dann haben wir noch als Highlight unseren letzten Joke. Wird schon ein sehr nettes, sehr schönes Kartenspiel, das in keiner Sammlung fehlt. Ihr seht also, das ist doch ein echt tolles Kartenspiel. Nicht nur wegen dem Thema, sondern auch ist echt lustig aufgebaut. Echt unterhaltsam, darf in keiner Kartensammlung fehlen, meiner Meinung nach. Seid ihr Fan von Bicycle-Spielkarten, besorgt euch auf jeden Fall dieses Kartenspiel, falls ihr es noch nicht habt. Ich gucke, wo man es noch finden kann. Wenn ich eine Stelle finde, dann setze ich einfach einen Link unten in die Videobeschreibung. So, mein Name ist Christian Lavey, ich bin Zauberer und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder gleich hier auf meinem YouTube-Kanal. Bis dahin sage ich euch Tschüss.